Bisher bei Resident Evil Revelations. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Verdammte Terroristen! Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen? Sie wollen alles über Terra Gritia wissen. Und sie wollen Rache. Raymond! Die Leiche, die du vorhin gesehen hast? Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ich schicke Quint und Keith. Oh, ich hasse Schnee. Dann pack lieber deine warmen Schlüpfer ein. Ah, ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Hier, Jackass. Wir sind beim Balkoinen-Mocky-Flughafen. Hier ist Fogball. Gute Arbeit. Erkundigt die Umgebung und macht mit eurer Mission weiter. Und, wie sollen wir jetzt hier weitermachen, O'Brien? Macht einfach, was ihr für das Beste haltet. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltro? Weiß nicht. Wir haben nichts gefunden. Absolut nichts. Und was jetzt? Die unterirdische Kammer. Wir wollen sie gleich stürmen. Tja, das klingt ganz nach einem Job für uns, oder, Grinder? Halt, wir haben noch keine Autorisierung. Schon gut, wir machen das, okay? Außerdem, wenn es irgendwas zu entdecken gibt, ist keiner besser als mein Kumpel hier, klar? Hey, ich bin hier, Grinder! So. Du bist Jessica also gefolgt. Weißt du jetzt wenigstens, wo sie wohnt? Ja, fast. Ich war ihr ganz dicht auf den Fersen, aber dann ist sie bei der... Hey! Du hältst mich wohl für einen Stalker, hä? Das hast du gesagt. Los, gehen wir. Ich habe das Gefühl, dass gleich was passiert. Pass auf, wo du hintrittst. Wir müssen leise sein. Ja, ich weiß. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. Hier mit mir Source Factor 6. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, was letztes Mal passiert ist. Wir haben auf jeden Fall Kapitel 4 letztes Mal abgeschlossen. Eine Zusammenfassung gibt es ja zum Glück jedes Mal wieder am Anfang. Bin ich froh darüber, es ist schon lange her. Sehr lange. Darum möchte ich bitten, eventuelle Steuerungsprobleme zu entschuldigen. Weiß ich schon. Aha. Schießen. Waffe wechseln. Okay. Wir sind jetzt mit Quint und Keith unterwegs. Und sollen nun nach Hinweisen für Veltro schauen. An Balkoinen-Mocky Flughafen. In der Nähe davon ist der Hubschrauber mit Chris. Das Flugzeug. Abgestürzt, das wir mit Chris und Jessica gesehen haben. Und jetzt schauen wir uns hier mal um. Wie konnte ich nochmal? Hast du nicht gesagt, dass wir leise sein müssen? Tja, selbst Homer kann mal einschlafen, weißt du? Das ergibt nicht mal Sinn. Na komm. Okay. Dann schrauben wir uns hier. Aber gut, dass ich das rausgefunden habe. Ich habe einiges über das Spiel vergessen. Wer hätte damit gerechnet? Aber wir wollen trotzdem schön fleißig alles scannen. Gemonie ist immer gut. Einer. So. Wollen wir doch mal schauen. Übrigens mag ich seinen Nahkampfangriff. Greife einfach mit. Das sind zwei Messer, ne? Ja, zwei Messer an. Haja. Das gefällt mir. Ich mag es grundsätzlich, wenn in Spielen Leute mit zwei Waffen angreifen. Auch in Online-Spielen. Wenn es jetzt nicht gerade eine gute Tankklasse gibt, nehme ich entweder was Fernkämpfermäßiges oder was mit zwei Waffen. Das ist immer richtig gut. Noch besser ist, wenn der Tank zwei Waffen hat. Ah, will ich mich gleich drin verlieben, das MMO. Leider hatte ich noch nicht die Chance, ein MMO zu spielen. Ein gutes, das diese Elemente bietet.
So, da scheint zu sein. Huch. Verschlossen. Die muss doch zu öffnen sein. Ja, dann wollen wir doch mal reinschauen. Und hier ist natürlich gleich so ein Stromkasten. So hießen die Dinger. Oder Sicherungskasten. Sicherungskasten. So, mal gut, mal schauen, ob ich das noch kann. Oh mein Gott, ein umgedrehtes Pentagramm. So. Mal das erstmal ein bisschen entfriemeln und zack. Fast eine Raute. Einmal aufmachen, bitte. Wir sind hier Putzdienst und müssen hier rein. G-Munition, Handgranate, nichts zum Anschauen. Da ist was zum Anschauen. Vielleicht können wir uns Zugang zum Sperrgebiet verschaffen. Piep. Die Überwachungskamera hat was. Das hier war auf den Überwachungsbändern. Das ist ein Frachter, oder? Ist das etwa Veltro oder was? Wow! Hast du das gesehen? Eine BOW außer Kontrolle? Das war wohl nicht geplant. Das packst du und... Sie hatten überhaupt keine Chance. Der Absturz hat den gleichen Zeitstempel wie der, den Chris gemeldet hat. Ist das hier drin? Sieht ganz danach aus. Wow! Was zur Hölle ist das? Ein Poltergeist! Hey, Quint! Ich schalte um. Mal sehen, wo es hin ist. Hey, da hat einer überlebt. Psst, Ruhe! Mann, was zur Hölle war das? Hab ich nicht gesagt, du sollst ruhig sein? Hoch! Oh. Da ist etwas. Aber ich weiß nicht was. Wir sehen es nicht. Oh, übel. Hey, hat er da gerade was verloren? Das hat bestimmt wehgetan. Das sind echte Horroraufnahmen. Eins der Opfer hat sie dagelassen. Was ist das? Was das wohl war? Also es sah ja aus wie ein Hunter. Nur ein bisschen stacheliger. Hier. Hey, das ist der Raum vom Überwachungsband. Das wollte ich gerade sagen. So, und da wurde was fallen gelassen. Da ist ein Handabdruck, den ich beim letzten Mal nicht mitgenommen habe. Das ist Blasphemie. So. Da ist noch was. Ganz wichtig. Munition. Meine Schranke durchschauen. Ah, G-Muni. Kann ich nicht mitnehmen. Schrotmuni. Immer gerne gesehen. Immer sehr gerne gesehen. Ich glaube, in der Zombie-Apokalypse wäre das meine Weapon of Choice. Also meine Schusswaffe of Choice. Alternativ hätte ich gerne ein Schwert. Also so ein richtiges und kein Katana. Chipschlüssel. Den wollte ich noch nicht aufnehmen. Das ist ein Chipschlüssel. Ich kann das Masternetzwerk des Bordcomputers knacken, wenn ich den WEP-Schlüssel von dem Dongle extrahiere. Ja, was immer das bedeutet. Mach's doch einfach. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Na also, geht doch. Ich hab genug gesehen. Auf zur Absturzstelle. Ich wollte das doch mitnehmen, was da lag. Wow, wir haben viel geschossen und haben dafür eine Präzision von 100% erreicht. Es hat mich verwundert, da ich doch nicht so wirklich gut geschossen habe. Aber in den 4 Minuten und 29 Sekunden ist ja auch sehr viel passiert. Und so viele Gegner, da konnte man eigentlich nichts verfehlen. Also, mehr Glück als Verstand. Ja. Das muss es gewesen sein. 22.25 Uhr, Durchgang im Kielraum. Dieses Geräusch da. Wasser? Ja. Es kommt von da drüben. Ja, es kommt von da drüben. Ich mag Parker. Ich mag Russen. Vor allem, wenn sie Deutsch und Englisch sprechen. Das klingt immer so cool. Okay, dann wollen wir uns mal hier umschauen. Wir sind ja
Kielraum? Da ist ein Handabdruck. Ich glaube, den habe ich letztes Mal auch nicht genommen. Ebenfalls Blasphemie natürlich. Und eigene Dummheit. Weil ich weiß nicht, ab einem bestimmten Zeitpunkt mich einfach nur noch durchs Spiel gerusht. Ich weiß es selber nicht. Wo kann ich denn hier bitteschön was? Da oben liegt auf jeden Fall was. Ich will mal nach oben gucken. Nee. Ich würde das ungern eigentlich haben. Ah, hier ist ein Kartenleser. Wo zur Hölle? Da unten? Okay. Ob wir da noch drankommen werden? Wer weiß. Also, ich weiß, ob wir rankommen werden oder nicht. Und auch wie. Was haben wir hier für Waffen? Oh. Das ist... ja... viel Munition für die Pistole auf jeden Fall. Wo ist das Leck? Seid verdammt, Weltfrau. Wollt ihr das jetzt mit eurem neuen Virus versenken? So sieht es aus. Ist irgendwas? Nö. Der ist... denken bestimmt die meisten. Ach, da habe ich was gescannt. Ja, Leute. Hier ist ein Lüftungsschacht. Da wird doch bestimmt nichts rauskriechen, oder? Gewehrmunition. Keine Munition fürs. Maximal Munition. Wisst ihr Bescheid? So, liegt hier irgendwie so ein Dings? Ne. Sieht wie ein Hebel aus. Ja, dann betätige ihn. Dann nicht. Achtung! Der Kielraum wird geflutet. Die Schotten können während eines Stromausfalls nicht geschlossen werden. Der Strom kann im Maschinenraum eingeschaltet werden. Wir müssen den Maschinenraum schnell finden. Meinst du, hä? Wäre auf keinen Fall eine schlechte Idee. Stimmt, wir haben ja die Waffe genommen. Gut. Nehmen wir die Sniper mit? Schatz MG. Piek, piek. Oh, Schrotgewehrmunition. Ah, ich liebe die Pumpe. Es geht doch nichts über die Pumpe. Achso, Sekunde. Natürlich noch Skene. Ach ja, das war die Sniper-Muni. Noch ein bisschen Skene hier. Da ist doch bestimmt irgendwas im Wasser. Ist doch bestimmt gleich irgend... da ist doch, ich hab's genau gesehen. Oh Gott. Ja, die Viecher sind ein bisschen nervig. Zumal man nie genau sagen kann, wo sie gleich sein werden. Ja, du bist witzig. Wie soll ich denn das machen, ne? Würde dem Wasser fernbleiben. Ey, guck mal, wir stehen hier knietief im Wasser. Der Rauch, der Dampf ist natürlich heiß, da kommen wir nicht vorbei. Ich würde da jetzt auch nur ungern gegenrennen wollen, um Schaden zu nehmen. Weil man nimmt tatsächlich Schaden davon. Und natürlich klettere ich erstmal hier hoch. Ist ja was. Ne, das Kraut lasse ich erstmal da. Wir haben 4 und stehen kurz vor einem Scan-Upgrade. Also, Scan-Dings. So, sag ich ja. Nein, 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 nein. Oh, Parker, please. Why you no help? Weg. Weg. Mir sofort, ob man den, wenn sie untergetaucht sind, nicht treffen kann. So, das Ziel sagt uns, wir sollen nach rechts. Also gehen wir natürlich erstmal nach links. B-Muni, Schrotmuni, Schrotmuni ist immer gut. Aber ich glaube, wir beharren mal ein bisschen auf der Sniper. Kann ich die nachladen? Nein. Okay, was haben wir da? Eine BOW-Falle.
3 BOW fallen. Kann ich aber scannen? Nö. Wir gehen natürlich erstmal da vorne lang, aber ich glaube, hier ist verschlossen. Nicht mal. Das ist gut. Ah. Der Maschinenraum. Bisschen geflutet. Ja, special geared. Ja, hier müssen wir bald lang. Noch so ein Ding. So ein Ding vor allem. Lüftungsschacht. Jo. Übrigens, wir werden ja am Ende, werde ich noch den Raubzugmodus zeigen. Und das werde ich nicht alleine tun, aber mit wem, das werden wir dann noch sehen. Oh ja. Und den Raubzugmodus kann man tatsächlich zu zweit spielen. Dieses Gerät ermöglicht einen Neustart, aber es funktioniert nicht. Dam, dam, da. So, was haben wir hier? BAC. C. Was ist da unten aus? Ha. Okay. Vielleicht steht hier ja was Nützliches. Wartungsbericht bezüglich Dampfleitung. An das Wartungspersonal. Eine der Abdeckungen hat sich von den Leitungen am Kehlgang gelöst und jetzt strömt Dampf heraus. Der Dampf ist kochend heiß, man muss sich also etwas einfallen lassen, um daran vorbeizukommen. Im Maschinenraum gibt es zwei Hebel. Mit ihnen kann man die Nadel auf der Anzeige auf die richtigen Buchstaben richten. Dadurch strömt der Dampf nicht mehr aus der Leitung. Dies sind die Buchstaben für die entsprechenden Bereiche. A. Voll im Frachtraum. B. Maschinenraum oben. C. Maschinenraum unten. Vergesst nicht, dass der Dampf, wenn ihr ihn an einer Stelle abdreht, dafür an einer anderen austritt. Beachtet dies, wenn ihr die Nadelposition verändert und die verschiedenen Bereiche nutzt. Ja, unser Ziel ist es, dahin zu kommen, um da an diese Kiste, um da hier ranzukommen. Habe ich keinen Zoom? Ah, noch. Da liegt übrigens ein Buch und ein Munitionsupgrade für MG. Gut, hier schaltet man den Strom ein. Aber nichts funktioniert. Mal sehen, ob ich das hinkriege, okay? Und probier du inzwischen die Steuerung da drüben aus. Okay, ich mach das. Okay, wir machen das. Ich fand's interessant, wie sie das eben betont hat. Okay. Ich dachte für einen Moment, da kommt was. Wie sie das betont hat, so. Okay, ich mach das. Oh ja, wir machen das. Mit der Genesis erkennen, wo diese Wasserviecher sind. Ja, was haben wir hier? Karte untere Innenräume aufgenommen. Mann, wie groß diese Karten sind und sie packt die einfach. Ja, ja, ja. Wie will man das in der Hand halten? Fische. Ich hasse diese Viecher. Lass mich das Vieh töten. Boom, Headshot. Geht das bei einem Fisch? Ja, doch, geht bei einem Fisch. So, da drüben kommen wir übrigens auch nicht hin. Aber da ist auch wieder so ein Customization-Kit. Sprich, wir wollen das auf jeden Fall haben. Kann ich das Ding... Ah, falsche Fassung. Kann ich das Ding eventuell treffen? Ah, ne, wird abgefangen. Wenn ich so ziele... So könnte ich es treffen. Zack! Weg damit. Wir wollen uns nicht mit diesen Fischen großartig auseinandersetzen. Ich wusste es. Komm noch mal ein Stück rüber hier. Oh Mann, verfehlt. Die auch ein bisschen an Land agil. Im Gegensatz zu den anderen, glaube ich. Ich hasse diese Gegner. So, hier ist ein viereckiger Raum. Sprich, wir packen sowieso erstmal unsere Schrot aus. Hi. Hi. Dich scanne ich schon gar nicht mehr. Ah, Waffe wechseln, ja, na klar.
die AOG. Oh, jetzt. Oh, Zeit hast du übersprungen. Aber ich glaube, da stand nur, dass die Waffen trotzdem noch in unserer Kiste bereit liegen. Also muss man da keine Panik haben. Und die AOG ist ein Sturmgewehr, das möchte ich sogar tatsächlich mitnehmen. Im Gegensatz zu der MP5. Weil die AOG ist relativ durchschlagskräftig. Hat dafür aber eine eher niedrigere Feuerrate. Aber angesichts der ganzen Fischis hier, hätte ich die gerne dabei. Kann ich wenigstens ein bisschen mal immer so ein bisschen reinzuplayen. Ich dachte. Außerdem ist die echt stark. Zwar nicht so stark wie die Sniper, aber. Was soll's? Komm ich da ran? Ah, ist auf der anderen Seite. Ja, lol. 6 Schrotgewehrmunition. 17 Schuss, 42, also insgesamt 100 Schuss haben wir hier drin. Eine Schockgranate. Damit können wir uns unter Wasser gegen Gegner wehren. Weil unter Wasser können wir keinerlei Waffen einsetzen, was, wie man sich denken kann, ziemlich unpraktisch ist. Und da liegt was. Noch eine Schockgranate. Sie öffnet sich nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Gut. Ich frage mich sowieso, wie sie die ganzen Türen öffnen, wenn die unter Wasser sind. Schaut euch die Arme an. Das könnte nicht sagen, dass sie Muskelkraft hat. Also nicht so viel Muskeln hat. Hi. Schon okay. Ich hab's jetzt. Guten Tag. Munitionskiste MG aufgenommen. Und hier liegt noch ein Buch. Memo aus dem Maschinenraum. Um die Energie wiederherzustellen, ist das richtige Timing erforderlich. 2 Schlüssel müssen gleichzeitig verwendet werden. Nur für den Fall, dass ich den Neustartschlüssel verlege. Du weißt schon wohin? Nein? Mann, du musst wirklich einen Zahn zulegen. Wo sind die Schlüssel? So ein Mist. Ich glaube, man muss beide gleichzeitig starten. Dann brauchen wir wirklich den Schlüssel. Ja, und einen Zahn zulegen. Wir haben, als wir hergekommen sind, Zahnräder gesehen. Und ich glaube, wir müssen auf A kommen, genau. Dafür öffnet sich jetzt hier unten der Durchgang. Unten wird es wieder zu. Und als ob das nicht schon Hinweis genug wäre, geh rüber und schalte doch mal diesen Hebel hier wieder ab. Zack. Oder an. An, ab. Ab, weil wenn man drauf fällt, ist aus für den Notfall. So, ich gehe nochmal hier zurück. Ich glaube, hier warten jetzt ein paar Gegner auf uns. Oder nicht? Weil ich einfach dran vorbeirenne. Hier auch nicht. Ich warte immer jeden Moment, dass ein Gegner um die Ecke kommt, beim hier im Wasser. Da liegt übrigens ein Customization Kit oben drauf. Nur so für den Hinweis. Zahnrad aufgenommen. Das hat auch nichts getriggert. Okay. Da liegt noch was. Eine Schockgranate. Genau. Und 5 Schrotgewehrmunition. Okay, jetzt wird hier wieder fleißig am Stick gedreht. Oh ja. Heftige Stick-Dreh-Action. Dankeschön. Off. Okay, damit ist der Dampfung überall aus. Wow. Ich hab's mir schon gedacht, dass hier gleich irgendwas ist. Beziehungsweise wusste ich's ja. Und das wird mich ein wenig erschreckt. Oh, das ist unfair gewesen. Da, sowas ist echt unfair. Wenn der Gegner wirklich aus dem Nichts erscheint. Wir heilen uns einfach mal. Vor allem, da unser Scan fast komplett ist. Den hätte ich vielleicht erkennen können, wenn ich gescannt hätte. Wie gesagt, vielleicht. Aber das mit dem Fischen ist unfair, weil man hat genau gesehen. Der ist da gerade erst reingespawnt worden. Till, hier ist alles kurz und klein. Ich versuche mein Glück. Ich melde mich, wenn es klappt. Hier ist alles kurz und klein. Vielleicht solltest du es mal nicht mit der Schrotflinte probieren. Also, zu dem liegt der eh Kraut, aber das Kraut lasse ich ebenfalls liegen.
erst einmal. Man weiß ja nie, wenn man hier wieder herkommt. Ich brauche einen Schlüssel zum Akt. Oh, ich habe vergessen, den Schlüssel zu holen. Drehen uns im Kreis. Bist du okay? Ja. Sich im Kreis zu drehen scheint hier unsere Hauptbeschäftigung zu sein. Hi. Hör auf neu zu spawnen. Hör auf überhaupt zu spawnen. Verschwinde. Oh nein. Weg. Hier. Ups. Wollt keine. Ach, die BOW-Fallen explodieren im Wasser. Das ist ja witzig. Also sofort, meine ich. Das ist ja witzig. Richtig witzig. Danach ich ihm Zahnrad eingesetzt. Ja, jetzt? Hallo? Ah! Da ist etwas im Inneren. Im Innern. Oh, tut mir leid. Neustartschlüssel erhalten. Speichern. Ich habe es geschafft. Komm zum Maschinenraum. Ach, du auch? Lauf. Bringen wir das Ding endlich in Gang. In Position. 3, 2, 1, Risiko. Neustartschlüssel benutzt. Das war nicht gleichzeitig. Na, so gut wie neu. Was zum... Was war das? Welcome to Saw. Oh nein. Wir werden geflutet. Rete sich wie kann. Oh nochmal. Oh nein. Parker, tu was. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Jill, es hört nicht auf. Ergebnis. Präzision 81. Wann habe ich verfehlt? Achso, die Schrot ins Wasser. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihren PC nicht aus. Speichern beendet. Okay, apropos Speichern. Sollten wir vielleicht tun, Daten 3. Ich hätte beinahe meine Daten überschrieben. Oh nein. Und man sieht, wir sind immer noch Episode 5. Haha, sehr gut. Der Part wäre sonst ja auch viel zu kurz. Ich meine, fast 30 Minuten. Ja. Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoffe's. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los! Grinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Das wäre durchaus interessant. Werden Sie das tun? Wir wissen es nicht. Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Deshalb heißt es wohl auch Mitternachtssonne. Hm. Okay. Wir sind ja irgendwo in Europa. BOWs. Ach, Hundis. Autsch. Ah, sehr gut, Scan abgeschlossen. Ja. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Ausweichen ist. Ich glaube, das war nach vorne oder nach hinten plus Angriffstaste. Grinder, ich überprüfe die Terminals. Viel Spaß mit denen. Quint, du kannst mich doch nicht hier allein lassen. Verdammter Computer-Nerd. Hat er auch die Schrotflinte? Nee, der hat die M1014. Eine Halbautomatik-Schrotflinte. Wie ich dank COD und Battlefield weiß. Na los, Grinder, was machst du denn? Hey! Die Stelle kennen wir doch.
Nur hatten wir letztes Mal hier schon alles gut. Okay. Beruhig dich! Was ist denn los? Da war was! Mich hat was getroffen! Was? Da! Ich wurde geschlagen! Das war der unsichtbare Mann! Ich schwör's dir! Wirklich? Ein Hunter! Er ist verschwunden! Jetzt weiß ich, was auf den Wäldern zu sehen war. Das war ein Geist! Eine neue Hunterart! Danke für die Erklärung! Ich hab genug von dem Mist! Yep. Und ihr dachtet, Hunter sind schlimm? Ihr dachtet, die Hunter wären schlimm? Ha! Habt euch aber gehört. Es geht noch schlimmer. Es kommt noch Herd. Oh nein. Bleiben noch? Man sieht sie ja nicht. Das nervt echt. Irgendwann hat man das Fadenkreuz, das einem so ein bisschen hilft. Ah, mit der Genesis sieht man die auch. Ich glaube, da wollte mich gerade was von hinten angreifen. Bleib doch mal... Oh. Heilige machen die einen Schaden. Jetzt kipp doch mal um hier. Ey, ohne Scheiß. Wow. Und noch einer. Autsch. Quint, wie viele noch? Ich sagte keine Ahnung. Ich sehe nichts. Das nervt total. Ah, danke schön. Wäre nicht nötig gewesen. Stirb. Ja, die G36 ist auch nicht schlecht. Erstmal nachher. Immer auf Rüge. Das habe ich gelernt. Und niemals den Hunter von hinten attackieren. Die sind hinten gepanzert. Ich glaube, es sind keine mehr da. Gehen wir zum Terminal im Flugzeug, bevor noch mehr Monster kommen. Ja, genau. Wir gehen ins ganz kleine Terminal. Wo uns Hunter bestimmt nicht von hinten ganz leicht niedermetzeln können. Weil wir uns nicht bewegen können. Oh, da liegt was. Zum Einsatz des neuen Prototyps. Im Rahmen dieser Mission wird ein neuer Prototyp eingeführt. Alle Teilnehmer der Mission sind angewiesen, extreme Vorsicht walten zu lassen. Erstens, beim Umgang mit diesem Spezialprototypen muss eine Anweisung mit größter Sorgfalt Folge geleistet werden. Zweitens, folgen Sie bei einem Notfall den Richtlinien im Handbuch für Gefahren und Notfälle. Drittens, sobald die Fähigkeiten des Prototyps aktiviert wurden, können sie nicht mehr gesteuert werden. Das verschriebene Betäubungsmittel muss beim Transport stündlich verabreicht werden. Viertens, obwohl der Spezialprototyp in der Theorie gesteuert werden kann, ist sein Verhalten unter realen Bedingungen nicht präzise berechenbar. Kontaktieren Sie bitte die Basis über die Standleitung, sollte er nicht mehr kontrollierbar sein. Da liegt noch was. Wird doch nichts ausgelassen. Eine Handgranate hätte ich eigentlich mal... Oh, da liegt noch mehr. Hätte ich eigentlich benutzen können. Nun lohnt sich das nicht. Ich hab die nicht gesehen, das war unfair. Hier liegt auch noch was. Pistolenmuni, kann ich nicht mehr aufnehmen. Also noch Kisten. Ich finde übrigens der Nahkampfangriff voll cool. Mit den beiden Messern. Ah, MG-Muni, Kraut. Erstmal eine Weed-Pipe. Oh. Ist voll stark, Junge. Denn da? Ah ne, gar nichts. Hier ist doch noch irgendwo was. Ach da. Schon mal einer guck. Schrotmuni. Noch mehr? Ja. Okay, hier ist das Terminal. Chipschlüssel verwendet. Okay. Hier scheint alles zu funktionieren. Hey Quint! Mach deinen Job. Oh ja. Gesprächsprotokolle. Ich versuch mal was anderes. Nur zu. Du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings, naja. Grinder! Ja, was ist denn jetzt los? Wir müssen sofort das HQ kontaktieren. Das HQ? Hier ist O'Brien. Was? Hier ist Jackass.
Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Sehr clever, wie du die Daten beschafft hast. Naja, ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sagte ich ja, sehr clever. Du verstehst nicht, ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment, wovon redest du? Meinst du etwa, Veltro ist aus dem Versteck geflohen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll. Wir haben also keinen blassen Schimmer, mit dem wir es zu tun haben. Ganz genau. Und dieses Puzzleteil müssen wir unbedingt finden. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Das ist gar nicht so weit. Wir können schnell vor Ort sein. O'Brien, sind unterwegs. Ich frage mich, wie es ist, in einem Heli zu fliegen. Ich war noch nie in einem Heli. Ich habe Höhenangst. Episode 5. Gelüftete Geheimnisse. Ende. Präzision 77%. Gut. Gegen unsichtbare Gegner ist das schon akzeptabel. Der eigene Tode S. Abschlusszeit 5 Minuten. Und Episodenende heißt auch Folgenende. Okay, wir bekommen bestimmt ein paar BP. Ah ne, gar nicht. Wir haben ja BP bekommen. BP können wir für den Raubzugmodus einsetzen, was ich noch gar nicht gesagt habe. Da können wir uns verschiedene Sachen für holen, aber das werden wir dann später sehen. Und ich würde sagen, wir speichern kurz. Natürlich nicht auf meinem Spielstand. Episode 6. Ja, Mensch. Wir haben schon fast die Hälfte hinter uns. Es gibt 12 Episoden, so viel kann ich schon mal sagen. Aber damit würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ihr Kommentare und Kritik sind, wie immer erwünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.